Hallihallo und willkommen zur bereits 10. Folge des FIFA 16 Karrieremodus mit dem SC Freiburg und weiterhin der Mission Wiederaufstieg. Und das sieht zurzeit doch wirklich schon sehr, sehr, sehr ordentlich aus, muss man sagen. Denn wir haben uns bereits einen netten Vorsprung rausgearbeitet, vor allem auf Platz 4, der ja dann gleichbedeutend damit wäre, dass wir nicht aufsteigen. 3 wäre immerhin noch das Quali-Spiel. Aber wir sehen, wir sind bereits ein paar ordentliche 10 Punkte weg vom dritten Platz sogar und 12 Punkte vom vierten. Also das sieht doch jetzt schon sehr, sehr stark danach aus, als dürften wir zumindest mal um den direkten Aufstiegsplatz spielen. Vielleicht sogar um den Titel, unseren ersten Titel einfangen, den Zweitligameisterschaftstitel. Aber dazu müssen wir auch so Gegner wie 1860 München besiegen. Und wir haben auch schon das Hinspiel verloren und auch im Rückspiel geht es nicht sonderlich gut los. Wieder ist es Rubin Okot hier, der gegen uns trifft. 1-0 nach irgendeiner Flanke, die ich wieder nicht verteidigen kann. Dann aber unser Capitano Mucha, der sich hier mal nach vorne einsetzt. Und dann Moses Simon und der spielt einen halbgaren Pass auf Deli. Aber ihr seht, Mucha ist bis in die Mitte gelaufen. Jetzt kommt eine Flanke auf unserer Seite und die ist gut. Die ist sogar sehr, sehr gut. Und am Ende ist es tatsächlich Mucha, unser Kapitän, der uns hier wieder aufs 1:1 heranbringt und uns damit natürlich wieder sehr gute Chancen für den Sieg hier einbringen. Dann nur eine längere Sequenz. Ihr habt gesehen, direkt am Start hat 1860 den Ball verloren. Und Petersen hatte schon eine gute Chance, die wird geblockt. Und dann müssen wir mal einen langsamen Neuaufbau machen. Und dann geht die große Griffo-Show los. Fetezo Griffo geht am ersten vorbei. Lässt sich dann etwas Zeit. Dann geht er zwischen zwei weiteren durch. Und dann noch den langen Pass oder den Pass in die auf den langen Pfosten auf Moses Simon und schon 2:1. Partie innerhalb von weniger Minuten gedreht. Zweite Halbzeit, dicker Fehler in der Defensive bei 1860. Moses Simon mit seinem ganzen Tempo lässt sich das nicht zweimal sagen. Zieht ab, trifft den Pfosten. Und dann im Nachschuss das 3:1. Das ist natürlich auch das Spiel, in dem wir auf unseren alten Keeper treffen. Schwollo im Tor von 1860. Also direkt mal 3 von uns kassiert. Auf unserer Seite dann habe ich aber trotzdem Probleme. Diesmal trifft Stahl, der glaube ich auch im Hinspiel gegen uns getroffen. Das heißt, die zwei, die im Hinspiel gegen uns getroffen haben, treffen wieder. 3:2 wird das Ganze hier nochmal eng. Czerny eingewechselt, zieht auch in die Mitte und kann auch nicht aufgehalten werden. Und Schwollo wieder mal geschlagen. 4:2 am Ende. Ein ganz schönes Torfestival. Schwollo 4, Matenia 2 oder vielleicht noch 3, letzte Aktion, aber Gott sei Dank, dieser Ball geht nur an die Latte, damit gewinnt Matenia immer in dieses indirekte Torwartduell mit 2:4. Und wir gewinnen die Partie mit 4:2 und damit fahren wir einen Sieg ein gegen eine Mannschaft, gegen die ich eindeutig ein paar Defensivprobleme habe, vor allem gegen Herrn Stahl und Herrn Okotir. So, Abrashi sagt dann, er hätte gerne mehr Arbeitszeit, kommt eigentlich hin. Mulca sagt, er ist sehr zufrieden damit, dass ich ihn so oft einsetze. Dann gibt's mal wieder ein bisschen Training. Und Deli und auch Weigel steigen wunderbar schon mal um eine Wertung auf. Das sieht man doch wohl immer gerne. Nächste Partie zu Hause gegen Lautern habe ich simuliert. 2:2. Schuster und Petersen treffen auf unserer Seite. Dann geht's wieder ins Training. Es war internationale Pause. Das heißt, ein paar von meinen Youngsters sind auf Reisen gewesen. Deswegen durfte Günther zum Beispiel mal ran. Und Günther hat sich dann direkt mal um eins verbessert, habe ich gesehen. Der brauchte nicht mehr viel bis zur nächsten Verbesserung. Und da habe ich ihn einfach mal reingeklatscht in das Trainingscamp dieses Mal. Und dadurch können wir auch schon weiter zur nächsten Partie. Wir wollen jetzt den nächsten Sieg einfahren. Natürlich, wir wollen immer gewinnen. Immer, immer, immer. In der zweiten Liga muss unser Anspruch sein, immer zu gewinnen. Und das probieren wir natürlich auch. Müssen ran gegen und beim Bayreuther Fürth. Die zurzeit den besten Torschützen der Liga stellen mit Berisha. Aber das sollte uns natürlich nicht abhalten. Wir haben die beste Abwehr der Liga, wir haben den besten Sturm der Liga, wir sind das beste Team der Liga. Erste Aktion, Moses Simon scheitert an Sebastian Mielitz. Das war direkt eine sehr, sehr, sehr ordentliche Chance. Und es ist wieder Simon, den ich wieder auf außen anspiele. Er zieht wieder in die Mitte. Moses Simon, diesmal mit der Flanke. Und da steht Petersen.
Aber wieder dieser Militz im Tor. Nächster Versuch. Wieder über Simon, der wirklich viel, viel, viel von diesem Spiel hatte. Dann ist es Gaudino auf Schuster. Und Schuster, unser defensiver Mittelfeldspieler mit dem 1:0. Etwas überraschend, dass der da plötzlich im 16er auftaucht. Aber dann wunderbar gemacht, der Ballroll am Verteidiger vorbei und dann an Militz vorbei ins Tor. Zweite Halbzeit. Wieder Schuster auf Moses Simon. Und der muss hier jetzt schon für so eine Art Vorentscheidung sorgen. Und ja, das ging in FIFA 15 ein bisschen einfacher mit diesem kurzen Pass. Aber ihr seht, wir waren sehr, sehr auf Konter jetzt fixiert und Reuter Fürth war hinten offen und dann ist es Petersen und wer lauert da schon wieder in der Mitte? Es ist wieder Julian Schuster, der hier tatsächlich einen Doppelpack schnürt. Ich glaube sowieso, so sein erstes Tor gewesen diese Saison für uns, außer halt eben bei der Simulation. Und jetzt trifft er doppelt, das heißt in den letzten zwei Spielen, wenn wir das mit der Simulationsspiel gegen Lautern zudem, drei Tore für Schuster und das ist natürlich ein Argument, um noch eine ganze Weile oder zumindest die nächste Zeit vor Weigel eingesetzt zu werden. Da fühlte er sich wohl ein bisschen unter Druck gesetzt, aber unter Druck können manche Spieler ja richtig gut arbeiten, so scheint es auch bei Schuster zu sein. Wird noch eine Chance durch Petersen und dann hat Greuther Fürth auch nochmal eine dicke Chance, die sie aber sehr, sehr, sehr kläglich vergeben. Und so bleibt es am Ende bei der Gala von Julian Schuster, die uns die nächsten drei Punkte einbeschert. 2:0, zweimal Schuster als Torschütze. Und ich meine, es waren ja zweimal nicht unbedingt Standardtore, sondern das eine Mal war ein astreiner Konter, den am Ende Schuster beendet hat. Und einmal eine wunderbare Kombination mit Gaudino und Schuster, wo Schuster sogar noch rumgeskillt hat. Ja, also nächster Sieg, sogar ein sehr verdienter Sieg, 7:0 Torschüsse, sagt dann wohl alles über die Kräfteverhältnisse in dieser Partie aus. Und ja, ich weiß, dass einige von euch immer wieder schreiben, dass ich auf Legende stellen soll, aber ich möchte irgendwie so früh in FIFA eigentlich noch nicht auf Legende stellen. Ich werde es so oder so machen im Laufe der Karriere, keine Angst. Weiß nicht, ob auch zum Start in die erste Liga sollten wir aufsteigen, wonach es ja mittlerweile sehr stark aussieht. Nächster Sieg, 4:0 gegen Heidenheim. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Episoden irgendwann auf Legende umstellen. Wann genau, kann ich euch noch nicht sagen, aber keine Angst, es wird schon auf Legende dann umgestellt werden. Wir gucken kurz in den Mannschaftsbericht, sehen, dass Saar und Kempf um 3 gestiegen sind, sogar Schuster um 1. Und dann natürlich so Gaudino und Deli um eine ganze Menge, Simon um 3. Und Griffo auch um 1. Und ich würde weiterhin sagen, Griffo ist wahrscheinlich allein schon wieder wegen seinem Solo im letzten Spiel somit unser konstant bester Spieler in dieser Saison. Anders kann man das, glaube ich, nicht sagen. Er hat die ganz wichtigen Tore mal erzielt. Die Standardtore ist für alle unsere Standards zuständig. Und selbst so jemand wie, wie heißt der? Petersen, der jetzt auch viele Tore natürlich gemacht hat, aber die kommen jetzt gerade erst so. Der hat am Anfang natürlich lange Zeit gebraucht, bis er überhaupt mal getroffen hat. Jetzt trifft er relativ regelmäßig, aber ja, ich glaube, insgesamt ist Griffo bisher unser konstantester Spieler über die ganze Saison verteilt. Oder zumindest konstant bester Spieler. Wir haben natürlich noch ein paar andere sehr konstant gute Spieler, aber bester Spieler dürfte bisher so ziemlich Griffo sein. Ja, wir haben dann noch ein paar weitere Spiele simuliert im Hintergrund, wie ihr seht. Einige wollten, dass ich mehr simuliere, einige weniger. Und deswegen versuche ich so ein Mittelmaß, immer mal wieder Episoden, wo wir etwas mehr simulieren und dann mal wieder Episoden, wo wir mehr spielen. Und so wird das Ganze sich dann, denke ich mal, auch weiterhin durch diese Karriere hindurchziehen. Der blaue Faden, das letzte Spiel in dieser Episode, zu Hause gegen Paderborn. Es wird auch 4:1 gewonnen, wieder mal Petersen erfolgreich und vor allem auch wieder Julian Schuster, der zurzeit sehr, sehr viel Gefallen gefunden hat. Am Tore schießen. Naja, wenn es euch gefallen hat, bewerten bitte nicht vergessen. Wir machen hier noch ein letztes Training. Weigel steigt währenddessen auf 71 und kommt damit der Startelf natürlich immer etwas näher, zumindest von der Wertung hin. Und ja, wir sind sehr, sehr souverän in der Tabellenspitze. Das sieht doch schon sehr gut aus. Also bis zum nächsten Mal und tschüss.